einen ganz speziellen Partygast habe ich jetzt neben mir sitzen. Ihr kennt ihn alle als Botox Boy und Jetsetter Florian Stör von diversen RTL-Funk-12-Beiträgen. Guten Abend. Hi, grüße dich. Ich habe jetzt über Florian Stör geredet. Ist das jetzt noch die richtige Ansprache oder wie möchtest du heute Abend angeredet werden? Also bis jetzt ist noch die richtige Ansprache Florian Stör. Mhm. Wird sich aber auch jetzt in der nächsten Zeit ändern in einen ganz exklusiven Namen. Du, bist du zufrieden mit deinen, dass du zu dir stehst, mit deiner Umwandlung? Wie waren die Reaktionen der Menschen? Also natürlich sehr geteilte Reaktionen, negative sowie positive. Komischerweise habe ich sehr, sehr viele positive Feedback bekommen und auf die negativen Labereien lege ich keinen Wert drauf, weil ich bin ich und ich mache, was mir Spaß macht, nicht was. Lass mir nichts vorschreiben von irgendwelchen Leuten. Mhm. Böse Zungen haben gesagt, du hast das Ganze nur gemacht, um in den Medien präsent zu sein. Was denkst du darüber oder ist dir das echt egal oder was erwiderst du? Naja, wenn ich unbedingt in die Medien möchte, dann rufe ich meine Freundin Tatjana und mach mal wieder mit der was. Aber ich weiß nicht, also ich hätte, also Gott weiß, andere Sachen machen können, um in den Medien zu sein. Ich hätte, ja, unmöglich andere Sachen machen können, muss ich nicht sowas machen. Also so nötig habe ich es jetzt nun auch nicht. Heute Abend feiern beim Loom, ist ja eine Eventreihe dort. Mhm. Bist du das erste Mal dort? Ich bin schon dreimal im Loom gewesen. Wie gesagt, das allererste Mal mit Tatjana. Und dann noch zweimal mit Tom Barkal und jetzt das dritte oder vierte Mal ist es jetzt. Mein Geburtstag habe ich da auch gefeiert, also Malik und Nadine sind schon ganz gute Freunde geworden. Für Leute, die jetzt noch nicht da waren, was ist das Spezielle? Spezielle am Loom ist, es ist immer voll, es sind immer tolle Leute da, gut gestylte Leute mit Etikette und Stil, nicht so, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Bitches und Aufreißer, sondern ist wirklich eine Veranstaltung mit Stil.